So. Ich hoffe, heute geht's allen gut. Meine Stimme noch nicht richtig geölt. Wahrscheinlich zu viel gesprochen für die Aufnahmen. So, dann wollen wir mal gucken, ob das auch alles hier so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ich starte das Spiel zum allerersten Mal. Ich habe es leider vorher nicht geschafft. Ja, machen wir es so. Na? Mal gucken. Creepy, ja. Danke auf jeden Fall nochmal an den Publisher, dass ich das Spiel testen darf. Ich glaube, ich muss es ein klein wenig leiser machen. Ein klein wenig. Ist doch arg laut. So. Hat total viel geholfen. Gucken wir mal. Challenges, was ist das? Rimfire Raft, Mighty Camp. Okay. Ah, okay. Innerhalb von einer gewissen Zeit bestimmte Sachen bauen, okay. Optionen. Gucken wir mal kurz rein. Audio. Oh ja. Haben aber alles mal ein bisschen leiser. Musik ist ja laut, ne? Ja, ich möchte das so speichern. Gucken wir mal Game Control. Sprache. Deutsch. Wow. Ja. Übernehmen. Zurück. Wow. Übernehmen. Ja, möchte ich. Und jetzt zurück. Ja. Mann. Wollen Sie beenden? Ja. Wollen Sie be be wirklich beenden? Ja. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie beenden wollen? Ja. Oh, das fängt schon gut an. Oh, das fängt gut an. Achso, da waren wir da. Ja, ich habe doch nichts geändert. Aber die Musik ist immer noch so laut, ne? Das lassen wir mal so. Ja. Ah. Was? Übernehmen. Ja. Zurück. Oh mein Gott. So, Geschichte haben wir noch nicht frei. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Modus Überleben. Und für Dummies, ich gehe auf leicht. Erstmal auf leicht. So, in Layer speichern. Ja, bitte. Hübsche Zeichnung. Okay. Kann man ja mal ein Screen vormachen. Er lädt. Und wenn sie nicht gestorben ist, lädt es noch immer. Oh, das lädt aber echt lange. Obwohl es ein neues Spiel, ne? Und seien wir nicht so streng, es ist ein neues Spiel. Okay, ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Ich werde das übrigens hinterher auch auf YouTube hochladen. Müssen wir halt nur gucken. Ich weiß noch nicht, in welcher Länge. Na? Muss auch wieder gucken, ob der Sound sich wieder verschoben hat. Macht er ja auch ganz gern. Ja. Hallo Spiel. Bist du noch da?
Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? T drücken, um das Funkgerät zu benutzen. Du kannst hochkommen. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Ich wette, du würdest jetzt gerne ein Nickerchen machen. Um was genau? I bet you want to nap some more. I know you all too well. Maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Finde ein Lager. Hast du das Boot festgemacht? Oh, have you tied down the boat? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ja, dann werden wir mal das Lager suchen. Alter, die Vögel nerven, oder? So ein bisschen. Aber... Ah, da kann man rüberlaufen. Finde ein Lager. Hi, Vogel. Oh, ein Stein. Neben. Wow. Ich habe einen Stein gefunden. Und ich habe einen großen Stein. Wow. Ja, schmeiß ihn einfach weg. Ich wollte den Stein jetzt nicht mitnehmen. Ach du lieber Job. Ha. Okay. Muss ich hier klettern? Nee. Da war der große Stein. Oh mein Gott. Läuft der Stream flüssig? Ich habe jetzt ziemlich große Auflösung gemacht. Sonst mache ich es ein bisschen kleiner. Okay. Ach, ein Lager. Oh mein Gott. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann zum Lager? Okay. Rufe Mia. Okay, I found the tent. Is everything all right? Sieht so aus. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Okay. Tag 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this.
I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Hun, get the campfire started, please. Okay. Was haben wir hier? Lesen. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausend von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay. Kann man hier irgendwie... Das sind Bilder, ne? Was haben wir hier? Lesen. Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ja, Tapir. Armadillo. Was haben wir da? Yabayuka. Ach so, das sind die Yabayuka. Die. Ich hab's auch noch falsch vorgelesen, ne? Leben tief in Amazonas Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen, sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Ja, warum sind wir denn hier? Hey Honky, warum sind wir hier im Wald? Kann man das mal einer erzählen? Oh, ich greife da mal den Stock durch den Boden. Papier. Müll. Was haben wir hier? Akte, die ich nicht lesen kann. Übrigens, es ist sehr faszinierend, unsere Mahlzeiten bestehen aus Thunfisch und Cocktailwürstchen. Mmh. Honky, was sagst du? Thunfisch und Cocktailwürstchen. Können wir zoomen? Nee, können wir nicht. So, da haben wir schon geguckt. Da ist eine Maske. Was haben wir hier? Poster. Lesen. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterholz. Achso, das sind die verschiedenen Schichten des Waldes hier. Ah, guck mal, wir haben Wasser. Da haben wir... Ja, sieht nach... oh, da krabbelt ein Tier. Ich hab eine Machete. Jawohl. Neuer Eintrag. Kleines Feuer. So, mit R können wir blocken. Und mit... Ah! Ups! Scheiße, wo ist meine Machete? Ah. Nein! Tana hat ihre Machete weggeworfen. Wo ist sie? Scheiße. Getrunken. Okay. Oh, fuck, ey. Finde ich eine neue Machete? Oh Gott, ich bin so ein Honk, ey. Ich hab sie. Danke, Solarenergie, genau. Da ist noch eine Machete. Ach guck, wir können Waffen skillen. Ja. C gedrückt, um das Navigations... Ah, Rucksack. Herstellen. Da, herstellen. Ne, Buch. Kleines Feuer. Wir sollen ein Feuer machen. Da läuft ein Tier. Eine Maus. Da ist eine Maus. Seht ihr das? Da. Honey,
I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. So, wir brauchen Holz. Was brauche ich noch? Ein Vogelnest oder so, ne? Wir brauchen ein Nest oder so. Oh. Wir brauchen ein Vogelnest zum Anzünden. War doch gerade wieder ein Tier. Nix gegen Honks hier. Es tut mir ja leid, Herr Honk. Ne, Wasser haben wir. Was wir jetzt brauchen. Ach nee, das Vogelnest war, glaube ich, zum Anzünden, ne? Oh, ernsthaft. Kleiner Stock. Das wird ja wohl jetzt reichen. Hä? Ein langer Stock. Können zu Stöcken gekürzt werden. Und wie mache ich das? Aufheben, herstellen. Herstellen. Und jetzt? Okay. Gibt's hier keine kleinen Stücke? Nee, doch nicht. Ah, guck mal. Klingeln, Äxte. Fallen. Okay. Der Einzige, der Honkys flamen darf, bin ich hier. Ich bin... Das muss ich mir nochmal überlegen. So, da haben wir noch einen Stein. Da haben wir noch ein Stückchen. Kann ich das Feuer jetzt beenden? Ja. Werkzeug benutzen, um Glut her... Was? Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ja. Schau dir den neuen Handwerkseintrag im Buch an. Mit N. Stock. Kleiner Stock. Handbohrer. Jawohl. Einen Stock hatten wir da gerade schon. Hatte ich gerade schon einen normalen Stock gefunden? Es tut mir ja leid. Dass hier jemand auf die Füße... So, da ist der Stock. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Stock. Unbekannte Nuss, okay. Einfach mitnehmen, ne? Hm.
Doc. Bräuchte noch ein Stückchen. Da. Haben wir. Ach, guck mal. Ach so, wir müssen halten. Da ist nochmal ein Stückchen. So, und ich denke mal, jetzt muss ich Rucksack herstellen. Also, wir brauchen... Wir haben nichts zum Feuer machen. Zum Essen haben wir eine unbekannte Nuss. Wow. Steine, Seile. Ich habe doch gerade Sachen gesammelt. Das ist eine Maus. Das würde ich gerne herstellen. Untersuchen, Karte, schlafen. So. Ich habe gesammelt. Ach, da. Einmal. Zweimal. Herstellen. Ah. I need to find something dry. Habe ich. Ich hab's gefunden, Onki. Jawohl. So, jetzt müssen wir noch einen Zunder. Also ein Vogelnest oder sowas müssen wir suchen. Dann gehen wir mal gucken, ob wir irgendwas finden, was wir als Zunder benutzen können. Laub oder... Ja, okay, Steinchen nehmen wir auch nochmal mit. So. Ist ja nicht so, als wenn hier nicht genug Blättchen überall rumliegen würden. Wir brauchen mehr Steine. Ja. Ja, jetzt gerade brauchen wir Zunder. Ich brauche irgendwas zum Anzünden des Feuers. Ich will halt auch nicht zu weit. Was Trockenem wie Blätter, ein Vogelnest oder Fasern. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht genug Fasern, ne? Hier. Ah! Trockenes Blatt, jawoll. Ich will das trockene Blatt. Palmblatt. Ja, sieht komisch aus. So. Nutze ein... Ich denke doch mal, dass das jetzt reichen sollte, oder? Wo ist denn unser Lager? Da müsste unser Lager sein. Oder? Nutze das Feuerzeug und Zunder, um Feuer zu machen. Wir haben doch gar kein Feuerzeug. Sag mal, willst du mich jetzt veräppeln? Alex, danke schön für dein Follow und willkommen. So, wie benutze ich jetzt mein Werkzeug benutzen? Nee, nein, 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 abbrechen. Ja. Nicht gleich. Das Feuer. So. Rufe den Tab. Ah. Ach so, ich muss erst mein. Wo habe ich denn das trockene Blatt hingetan? Hallo? Ich habe doch gerade trockene Blätter gesammelt, oder? Ach, da!
Ja. Ich check das gar nicht. So. Weil eigentlich muss ich das ja irgendwo hinlegen. Dann... Hä? Ja, ich weiß, dass ich die Dinger reiben muss, aber ich weiß gerade irgendwie nicht. Weil es ist ja schon hergestellt. Nutze ein, um Zunder um Feuer zu machen. Kann ich hier irgendwie was drehen? Nee. Kann ich die Machete weg? Zap. Ha. Ach so, das sind die Plätze. Irgendwie... Hilfe! Muss ich das irgendwo hier hinlegen? Ja. Ach, benutzen! Ah! Ziehe das Zündholz aus dem Rucksack und noch... Ah, okay. Ah, jetzt. Anzünden. Hat ein bisschen gedauert. Oh, Mia. The fire is burning. Coming. Give me a minute. Alter. How do you do it? Hm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but... Strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Also, antworten? Du wirst mir fehlen. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Tag 3. Okay, sie ist weg. Durchsuche das Zelt. Na gut. Wonach soll ich jetzt suchen? Ach, guck mal, noch mehr Thunfisch. So. Na? Also sie ist weg. Das ist mein Bett. Ah, guck mal, ich bin aufgestanden und gleich mein Bett gemacht. Wow. So, da ist alles. Da ist Essen. Gespült hat hier keiner. Die letzten Reste des Kaffees. Oh, wir haben Schokoriegel. Seit wann haben wir Schokoriegel? Habe ich die gestern übersehen?
Wieso hängt die Maske jetzt da vorne? Die lag doch gestern auf dem... Hä? Okay. Ich glaube... Warte mal. Das hatten wir uns, glaube ich, schon angeguckt, ne? Genau, das auch. Das mit den Tieren auch. Was ist das da? Den kann ich mir nicht angucken. Was ist hier? Werbung wegen Marken, ne? Welche Werbung? Ach so, Klammer. Jaguar, die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann vom Glück reden, dass er noch lebt. Okay. Leckerer Wunde. Achso. So, was haben wir da? Skull Painting Warriors. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde? Die Yabaruka scheinen nicht über sie reden zu wollen. Oh je. Oh je. Das gefällt mir nicht. Wir haben hier noch extra Freunde, ja? Oh je. Ich finde es allgemein auch sehr schön, dass ich aufwache und die Tür ist offen. Was haben wir hier? Oder? Lesen? Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. Ich habe dir ein kleines Geschenk da gelassen. Deine Mia. Okay. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Hey, Sleepyhead. Finally up? Nicht wirklich. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Heb das Geschenk auf. Oh, ich habe ein Geschenk. Wow. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Um meine Smartwatch. Finde etwas Nahrhaftes, so ist es. Okay, ich habe Hunger. Finde etwas Nahrhaftes. Ja, Proteinriegel würde ich meinen. N? Nein. Doch, bist du auch Rucksack, ne? Essen. Fallen lassen. Essen. Ah, Kohlenhydrate, Proteine, Fett. Das ist, jetzt Fisch. Das heißt, das Gelb, das Grüne ist Fett, Protein. Komische Uhr. Finde etwas Nahrhaftes, dann ist es. Habe ich doch. Soll ich noch einen essen? Bin ich noch nicht ganz satt, ja? N. Nein. Obwohl doch, geht auch. Muss ich mal festhalten, die Taste. So, jetzt muss ich fertig sein. So. Gut ausgeruht. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Lecker. Tapfer. Brave girl.
Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Schau dir das Korkbrett an. Hä? Das da oder das? Das Korkbrett? Habe ich schon. Ach, da! Lesen! Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers gebildet. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Wo ist... Okay. Wo finde ich Norden? Haben wir hier eine Map? Karte? Nö, doch da. Okay, das war's nicht. Ich guck mal eben, ob hier noch irgendwas ist, was wir uns angucken sollten. Nö, anscheinend nicht. So, wo ist denn bitte Norden? C. Karte? Nee. Ja. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin. Vielleicht den da? Kann ich crouchen? Ja. Komme ich nur nicht weit. Ach, guck mal, da ist ein Vogelnest. Habe ich die Feder jetzt mitgenommen? Was? Ich... So eine Orientierung wäre ganz toll, ne? Drehen? Hä? Ach so, das ist hier... Schauen, ob ich irgendwo Bisse oder was habe. Es ist mir suspekt, dass da oben überall Hölzer sind, wisst ihr? Ich kann. Ja. Gibt es aber auch keine Möglichkeit. Warte mal. Kompass. C. Block. Walkie-talkie, Movement. C. Ja, C ist das hier. Ah, nein.
brauchen wir jetzt nicht. Hier sind wir ja hergekommen. Ich denke mal, wir müssen geradeaus da den Weg lang. Huch. Oh, Seil mitnehmen. Kann die schaden. So, alleine mit der Machete durch den Wald. Kokospalmenfrucht. Ja. Wenn wir jetzt aufheben, können wir sie nicht. Ah! Da ist ein Seil. Achso, ich muss nach oben drücken. Bringt mir noch jemand einen Kaffee? Dammit! Oh, fuck me! Aua! Mia! I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Okay. Drehen. Da ist nix. Oh. Oh, that's definitely not good. Da haben wir eine Wunde. Da ist nix. Da ist auch nix. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Nein. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Hm. Schau dir den neuen Wundeintrag an. Okay. Erste Hilfe. Die beste Fettquelle sind Nüsse, die beste, achso. Geistige Gesundheit. Kratzer und bekannt. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie heilen kann. Und wenn mit einem Desinfektionsmittel beschleunigt den Vorgang. Okay. Gut. Was haben wir hier? Waffen. Die langen Blätter eignen sich ideal für den Verband. Na gut. Den neuen Handwerkseintrag. Ach, Verband, hier. Da. Stell einen Verband her. Verband. Herr. Neriablatt. Okay. Jetzt soll die Pflanze suchen. Pflanze mit langen Blättern und gelben Blüten. Achso, hier sind die Palmenblätter, die wir kaputtgeschlagen haben. Um einen Verband herzustellen. Mit Hilfe der Lesezeichen kannst du dir anschauen, wie die Pflanze aussieht. Mit Hilfe der Lesezeichen. Ja, so sieht sie aus. Schön. So. Irgendwas, wo gelbe Blüten dran sind.
Nee. Da. Ah, so macht man das. Haben wir eine gefunden? Reicht eine oder brauchen wir zwei? Ich glaube, eine reicht, wa? Rucksack herstellen. Herstellen. Ach, da. So, verbinde deine Wunde. Zieh den Gegenstand auf deinen Handwerkstisch. Untersuchung. Und jetzt da drauf. Ah, guck mal. Oh, hübsch. Gegenstand über die Wunde ziehen. Okay. Ja, warte mal. Here I am. All wrapped up nicely. Mm. Does it hurt? Hey, Akariel. Schön, dass du da bist. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Tag 32. Das hört sich nicht mal nett an. Oh mein Gott. Ja, viel gegessen habe ich anscheinend nicht. Einmal gucken. Hallo? Haben wir noch irgendwas gemacht hier? Finde Mia. Ja. Es wird dunkel. Was denn nun los? Du hast ein Tutorial abgeschlossen, das zum Story-Modus gehört, der in der vollständigen Veröffentlichung enthalten sein wird. Da sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Das Creepy Yard-Team hofft, dass dir das Spiel gefallen hat. Hinterlasse uns doch einen Kommentar im Stil. Drücke Space, um im Survival-Modus fortzufahren. Alles klar.